Was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, zum letzten Mal in diesem Jahr, denn es ist der 31. Dezember. Das bedeutet, schon in ein paar Stunden ist das Jahr dann auch schon wieder zu Ende. Und oh boy, das ging wirklich, wirklich schnell rum dieses Jahr. Mega, mega krass. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen zu meiner Geschichte auf YouTube erzählen, aber das hole ich dann irgendwann im Januar vielleicht mal nach oder in einem Livestream. Naja, auf jeden Fall, heute gibt's auf jeden Fall, wow, wie oft ich jetzt schon wieder auf jeden Fall gesagt habe, ne? Auf jeden Fall gibt's heute 10 Dinge, die ich mir in GTA 5 Online im Jahre 2018 einfach mega, mega wünsche, weil wir diese 10 Dinge einfach extrem brauchen. Denn ich denke, auch ihr habt so ein paar Wünsche, wo ich sagt, yo damn, das wäre schon mega geil, wenn wir das haben. Das fehlt mir so lange. 2018 zum Beispiel wird auch GTA 5 5 Jahre alt. Also wirklich, 2018 am 13. September, da wird dieses Spiel schon 5 Jahre alt. Mega, mega krass. Das kommt ja schon bald fast in die Schule. Nein, aber Spaß beiseite, ist wirklich mega krank, wie alt dieses Spiel einfach schon ist. Aber wir bekommen halt trotzdem noch neue DLCs und deswegen gibt es dann auch noch so ein paar Sachen, die wir uns einfach wünschen können. Und wer weiß, vielleicht haben wir diese dann auch im Jahre 2018 endlich in GTA Online. Wie immer gilt natürlich, wenn dir dieses Video gefällt, kannst du es natürlich gerne mit deinen Freunden und Kollegen teilen. Und außerdem, wenn du neu auf diesem Kanal bist, kannst du mich natürlich auch gerne abonnieren für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online, denn jeden Tag um 16.30 Uhr lade ich halt ein Video zu diesen Themen hoch. Naja gut, bevor ich jetzt aber auch noch mehr Zeit verliere, würde ich sagen, lass uns direkt mal anfangen. Also, wie bereits gesagt, heute mal 10 Dinge, die ich mir im Jahre 2018 für GTA 5 Online wünsche. Und auf Platz 1 hätten wir da dann auch mal mehr Autotuning-Möglichkeiten in Bezug auf Benny Original Motorworks. Denn ihr kennt diesen Benny bestimmt noch oder vielleicht auch nicht, denn ob ihr es glaubt oder nicht, im Jahre 2018 haben wir nur eine Handvoll Autos bekommen, die wir bei Bennys tunen können. Ihr wisst ja, Benny kam ja damals ursprünglich mit dem Lowrider-Update zu GTA 5 Online hinzu. Ja, und da haben wir damals auch noch richtig viele Sachen bekommen. Wir haben halt mega coole Lowrider bekommen, wir haben den Banshee bekommen, wir haben den LG RH8 in einer Benny-Version bekommen. Wir haben einfach verdammt viele Wagen für Bennys bekommen. Und Benny, da ist einfach das Konzept, dass man diese Wagen einfach mega, mega geil auftunen kann. Also bei Los Angeles Custom hat man ja so ein paar Tuning-Möglichkeiten, aber Benny, der schlägt dem Fass wirklich den Boden aus, weil da kann man wirklich so verdammt viel tunen. Und deswegen mögen halt so viele auch Bennys. Ist zwar teuer, aber die Autos sehen halt einfach mega, mega nice aus. Aber umso trauriger ist es dann natürlich, dass wir im Jahre 2017, ich glaube, nur 4 Fahrzeuge bekommen haben oder 3 Fahrzeuge, die wir bei Bennys tunen können. Und das ist halt eigentlich schon wirklich traurig. Das ist schon fast peinlich, dass wir da so wenige Fahrzeuge bekommen haben. Ich würde es mir einfach wünschen, dass wir halt im Jahre 2018 viel mehr Fahrzeuge haben, die wir richtig nice bei Benny Original Motorworks auftunen können. Und die Nummer 2, Autos hochbocken. Ja, das lehnt ein bisschen an die Nummer 1 an, aber es ist einfach so, Autos kann man bis jetzt nur runterbocken, indem man sie einfach ein bisschen tiefer legt oder halt Hydraulik bei Benny einbaut. Dann können sie zum Beispiel springen, wie das so ein Lowrider, der kann. Aber wieso kann man diese Wagen nicht einfach hochbocken, dass man einfach so einen Reifenstand von 1 Meter Höhe hat oder sowas? Dass es wirklich 1 Meter nichts ist, bis das eigentliche Auto losgeht. Da wäre man zum Beispiel mega nice im Gelände mit unterwegs, weil man einfach mega cool durch Flüsse oder sowas fahren könnte. Oder irgendwelche Fahrzeuge, wo man wirklich dann so einen Auspuff draufbauen kann, der dann irgendwie am Dach irgendwie erst rauskommt. Dann könntest du natürlich auch ein bisschen besser durch tieferes Gewässer fahren. Das wäre halt mega, mega nice und das würde ich mir einfach wünschen, dass man Autos einfach hochbocken könnte. Ich weiß, es gibt schon ein Fahrzeug, wo das Auto wirklich sehr hochgebockt ist, aber das ist halt nur ein einziger Wagen. Und da würde ich mir einfach wünschen, das ist ja auch das beste Beispiel, offensichtlich geht es ja auch und offensichtlich ist es kein Problem für Rockstar Games, deswegen würde ich mir sagen, yo, das wäre doch eigentlich mega nice, wenn wir davon mehr Autos haben. Ja, und die Nummer 3, Gastanks in den Autos, aber kein Turbo, habe ich mir hier aufgeschrieben. Was heißt das nun? Nun, ihr wisst ja, in den meisten Autos gibt es in der Mittelkonsole, also da, wo man auch schaltet oder die Handbremse ist, sind in einigen Fahrzeugen einfach so ein kleines Gasfläschchen anzutreffen. Ja, und dieses Gasfläschchen, das hat tatsächlich keine Bedeutung. Das ist dann nur drin, damit es einfach gut aussieht. Aber warum kann man nicht dann einfach so ein Gasfläschchen kaufen, womit man dann so ein Turbo drauf machen kann? Also, dass man wirklich aus Need for Speed, kennt man das, denke ich, am allerbesten, dass man einfach so eine Taste drückt und dann so einen kleinen Speedboost, dass man einfach so einen kleinen Speedboost hat und einfach ein bisschen schneller wird. Ich meine, das haben wir ja beim Rocket Voltic, beim Batmobile haben wir das. So krass will ich das gar nicht haben, wie bei
beim Rocket Voltic oder beim Batmobil, aber einfach, dass man so einen kleinen merklichen Beschleunigungskick hat, irgendwie gerade zum Anfahren oder so, wäre das halt mega cool. Und ich meine, wenn halt sowieso schon eine Gasflasche ist, müsste man eigentlich nur noch so eine Funktion einbauen, und das wäre so eine Sache, die würde ich mir persönlich wünschen, weil es gibt wirklich viele Fahrzeuge halt mit so einem Gastank in der Mitte, der aber leider keine Verwendung hat. Und die Nummer 4, mehr Willen. Ja Leute, das ist glaube ich so ein Ding, da könnt ihr mal alle zustimmen. Mehr Willen wären einfach so genial, wenn wir einfach mehr Willen in GTA 5 Online hätten, denn ihr wisst es, wir haben damals mal Willen bekommen mit dem, ich weiß es gar nicht mehr, mit dem Executive in the Other Criminals DLC, haben wir glaube ich Willen bekommen. Ja, und das war halt auch so eine Verarsche. Rockstar hat gesagt, yo, wir bekommen Villen, aber dann waren das doch nur irgendwie so nice aussehende Apartments. Aber was ich halt haben will, sind richtige Villen mit einem riesigen Pool, mit dem man auch so interagieren kann. Zum Beispiel, dass du sogar auf so ein Sprungbrett kannst und dann so eine Sprunganimation machst, dass du vielleicht grillen kannst, dass du einfach mega nice Villen hast, wo du auch Autos irgendwie nach draußen stellen kannst, die man dann sieht, oder dann so ein Glaskasten vielleicht da drum gebaut ist. Einfach so mega luxuriöse Villen, und die dann von innen auch mega geil aussehen. Also mehrere Etagen, und dass man auch von außen reingucken könnt. Ihr wisst ja, die Häuser in der Story, wenn man draußen ist, kann man auch reingucken. Zum Beispiel Franklins Villa ist da ein Paradebeispiel. Das können wir auch in GTA 5 Online sehen. Da gehen wir einfach dahin und dann können wir dann in die Villa hineinsehen. Das wäre halt auch mega geil für GTA Online, wenn man dann wirklich Willen hätte, dass man dann noch von außen reingucken könnte, weil das würde die Welt dann auch viel lebendiger und auch ein Stück weit realistischer machen. Und die Nummer 5, Spezialkisten, die vom Himmel fallen. Alle die, die schon lange GTA spielen, zum Beispiel auf der PS3 oder auch noch auf der frühen PS4, die erkennen auch noch diese Spezialkisten, denn es gab damals Spezialkisten, die, ich glaube, weiß ich nicht, alle paar Stunden einfach vom Himmel gefallen sind. Da kam dann unten links so eine Meldung, yo, in so und so vielen Minuten fällt wieder eine Spezialkiste auf die Map, mach dich bereit und sammel sie ein. Und das war halt mega cool, das hat mega Fun gemacht. Und in diesen Spezialkisten war dann immer eine Minigun drin, auch wenn ihr noch nicht 100 Level 20 wart, dann habt ihr trotzdem diese Minigun bekommen. Die konntet ihr dann leider nur in dieser einen Lobby besitzen. Das heißt, wenn ihr die Lobby gewechselt habt, war die Waffe weg, oder wenn ihr neu gestartet habt, war die Waffe weg. Das bedeutet, ihr musstet die dann auch in der Lobby noch verballern, aber das war halt mega cool, weil wenn man erst Level 20 oder so war, hat man einfach kostenlos eine Minigun bekommen, man hat 5000 RP bekommen, man hat $5000 bekommen, man hat ganz exklusive Bierhelme bekommen, also solche Helme mit so zwei Bierdosen an der Seite, das kennen vielleicht einige noch von SpongeBob, Grüße gehen raus. Das waren einfach mal solche Sachen, das war einfach mega cool. Natürlich, da waren nicht die krassesten Reichtümer drin, aber es hat einfach Spaß gemacht. Ich weiß noch, mit meinen Kollegen manchmal haben wir da so richtige, ja, schon richtige Wettbewerbe gemacht, wer diese Kisten bekommen hat. Das war einfach mega, mega cool. Und da, mit diesen Spezialkisten, würde ich mir dann noch wünschen, dass die Geldtransporter wieder nach GTA 5 online finden würden. Und die Nummer 6, Flugzeugträger zum Besitzen wie eine Yacht. Ihr wisst ja, wir haben Yachten in GTA. Das sind die riesige Yachten, die können leider gar nicht viel machen, weil die sind eigentlich nur ein schwimmendes Apartment. Deswegen war es auch eine ziemliche Enttäuschung damals. Aber wir haben halt schon den Beweis, yo, es ist kein Problem, riesige Boote oder riesige Gegenstände in GTA 5 online zu haben, die man dann auch selber besitzen kann. Und ja, da würde ich mir einfach mal wünschen, dass man den Flugzeugträger sich auch kaufen kann. Denn ihr wisst ja, mit dem Heist-DLC, mit dem ersten Heist-DLC im Jahre 2015, haben wir auch einen mega genialen Flugzeugträger bekommen. Also warum nicht einfach diesen Flugzeugträger zum Kauf freischalten und dann, dass man den sich einfach in GTA 5 online kaufen kann, da dann seine Flugzeuge draufstellen kann, vielleicht auch so ein paar Fahrzeuge draufstellen kann, die man dann mit einem Cargo-Bob immer ans Land transportieren kann oder sowas. Oder vielleicht halt auch nur Flugzeuge. Je nachdem, das kann man sich halt selber aussuchen. Aber das wäre so eine Sache, würde ich mir einfach wünschen, den Flugzeugträger. Weil ich meine, wir haben den Flugzeugträger sowieso, wir haben auch Yachten, also eigentlich wäre das absolut kein Problem für Rockstar Games, diesen Flugzeugträger hinzuzufügen, dass man den sich dann kaufen kann, den so selber tunen kann, den dann auch auf der Map fahren lassen kann, wie mit den Yachten, also nicht selber fahren, aber einfach so einstellen, ja, jetzt möchte ich hier hin, jetzt möchte ich hier hin. Das wäre einfach schon mega, mega cool, würde ich mir einfach extrem wünschen. Und die Nummer 7, Cops and Crocs. Ja, das werden wahrscheinlich einige von euch kennen. Auf Deutsch ist das sowas wie Polizei und Verbrecher, denn das war ja auch für GTA 5 Online damals original geplant. Das Prinzip davon ist eigentlich nur, dass einige Spieler von euch die Polizei sind und andere Spieler Verbrecher sind. Und dann die Polizei die Aufgabe hat, die Verbrecher zu verhaften, und die Verbrecher die Aufgabe haben, von der Polizei zu flüchten. Ist eigentlich relativ naheliegend, aber das ist einfach so ein Spielmodus, der macht einfach wirklich verdammt viel Spaß. Generell, selber Polizei spielen wäre schon so mega cool, und ich könnte mir das einfach so geil vorstellen. Wir haben eine Lobby mit 30 Leuten, 15 Leute spielen Polizisten, 15 Leute Verbrecher. Ohne Witz, allein gerade die Vorstellung hier beim Reden dieses Videos, hätte ich schon mega Bock einfach drauf. Oder Leute, sagt doch einfach mal selber, das wäre schon mega, mega genial. Schreibt es einfach mal mit dem Hashtag TeamSlake unten in die Kommentare, ob ihr auch Cops and Crocs sehen wollt. Ich will das halt auf jeden Fall, weil, keine Ahnung, ich glaube, das wäre so
unglaublich witzig. Das würde so viel Spaß machen. Und das wäre einfach so eine Sache, würde ich mir einfach wünschen. Ja, und die Nummer 8, eine Map-Erweiterung. Ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. GTA ist jetzt dann halt im Jahre 2018 auch 5 Jahre alt und die Map kennt halt jeder leider. Also wirklich, ich kenne jeden einzelnen Stein. Gut, das liegt daran, dass ich jeden Tag Videos über das Spiel mache. Aber ich denke, auch ihr da draußen werdet die Map in- und auswendig kennen. Also es gibt nichts auf der Map mehr, wo man sagt, boah, das ist ja cool, hier war ich ja noch nie. Man kennt halt wirklich jeden Punkt und jeden Fleck und jedes Gebäude. Und da wird es einfach meiner Meinung nach Zeit werden, mal eine kleine neue Map-Erweiterung zu sehen. Es muss ja noch nicht mal eine riesige Map sein, es könnte ja auch einfach North Yankton sein, die wir dann einfach mit einer Brücke irgendwie uns North Yankton anschauen können oder weiß ich nicht. North Yankton muss dann ja auch nicht riesig sein. Das kann ja einfach nur noch ein bisschen mehr ausgebaut werden. Und dann hätte man zum Beispiel North Yankton oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine Map-Erweiterung, damit man was Neues zum Entdecken hat, würde ich mir einfach wünschen. Und die Nummer 9, mehr aktuelle Easter Eggs. Das Doomsday High DLC, das hat es ganz genial vorgemacht mit mega nice Easter Eggs. Wir hatten zum Beispiel Clifford, die künstliche Intelligenz, ganz klare Anspielung an den Amazon Echo Dot, also an Alexa. Dann hatten wir auch das... Jetzt geht sie schon wieder an. Nein, stopp. Gestern schon. Dann haben wir zum Beispiel auch das Batmobil. Ganz klare Anspielung auch an. Wer hätte es gedacht? Batman. Dann hatten wir auch noch das Zurück in die Zukunft Fahrzeug, den James Bond Wagen, der unter Wasser fahren kann. Und noch so vieles mehr. Also so viele nice Easter Eggs, die einfach mit der echten Welt was zu tun haben. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir dann noch so ein paar neue Sachen bekommen. Weil das wäre einfach, glaube ich, richtig, richtig cool. Ich persönlich feiere mich immer sowas mega, wenn man irgendwie was aus dem echten Leben kennt und das dann in GTA 5 hat. Weiß ich nicht. Finde ich einfach mega klasse. Ja, und die Nummer 10, der letzte Platz. Neue Heists, das wäre mega geil. Denn ihr wisst ja, Heists haben wir im Jahre 2015 bekommen und im Jahre 2017. Seitdem gab es keine neuen Heists mehr. Okay, gab ja auch erst vor einem halben Monat neue Heists. Aber ich meine, im Jahre 2018 würde ich mir einfach neue Raubüberfälle und neue Heists wünschen. Ich meine, Rockstar Games hat es gut vorgemacht, ja. Die können noch eine Menge aus den Heists rausholen. Ich finde, die Heists, also das Doomsday Heist DLC war viel genialer als das erste Heist DLC. Natürlich, das erste Heist DLC, da war man noch viel aufgeregter und viel euphorischer. Aber das zweite, das hat einfach so viel Storytelling gehabt und so viele neue Orte und... Es war einfach klasse, es war einfach genial und das würde ich mir einfach wünschen. Neue Heists im Jahre 2018, das wäre schon ziemlich pornös, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Da würde mich auch nochmal besonders eure Meinung interessieren zu diesen zwei Sachen. Also einmal, wollt ihr neue Heists und dann auch... Shit, was war die zweite Frage? Naja, ich hab's ja euch schon gesagt, ihr wisst es vielleicht noch. Schreibt mir dazu eure Meinung einfach gerne mit dem Hashtag TeamSlack unten in die Kommentare. Naja gut, das war's aber auch schon wieder mit dem Video. Hat dir dieses Video gefallen, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Kennst du noch so ein paar Sachen, die du dir halt im Jahre 2018 wünschen würdest? Dann schreibst du mir doch auch gerne unten in die Kommentare rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein mega nices Jahr 2018. Das Jahr 2017 ist jetzt leider rum, hat mir aber auch mega Spaß gemacht. YouTube-technisch wie auch privat, war einfach ein mega geiles Jahr. Und ja, wollte ich vielleicht noch einen Jahresrückblick sehen, schreibt mir das auch noch mal in die Kommentare. Gut, das wird wahrscheinlich keiner beantworten, weil fast keiner die Videos zu Ende guckt. Aber gut, das war's auch mit dem Video. Bis jetzt. Oh, Entschuldigung. Ciao. Fuck. Okay, jetzt aber richtig. Ciao. Nee, das war scheiße. Ciao. Nee. Ciao. Ja, ich meine nicht diesen Chinesen. Ich meine einfach ciao.